Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht es heute nicht um irgendwie normale Banknoten oder dass ich euch irgendwas erkläre, sondern ich habe fleißig bestellt an Banknoten, auch über gewisse Portale Banknoten gekauft und über andere Sammelfreunde getauscht. Und dabei sind viele Banknoten in dieser Woche zusammengekommen und ich habe mir gedacht, ich starte einfach mal so wie die ganzen Fashion-YouTuber, einfach mal ein. Wie nennt sich denn das? Fashion-Pack-Opening. Und das ist aber kein Fashion-Pack-Opening, es ist ein Banknotes-Opening. Und zwar ein Unboxing. Ich habe die Banknoten schon rausgepackt und hier reingepackt, aber ich kann halt nicht die direkt aus dem Brief rausholen, wegen Datenschutz, da sind ja Adressen drauf und etc. pp. Also habe ich mir gedacht, zeige ich euch, mache ich die in diese schöne Zigarrenbox rein, wie ihr seht. Das ist eine schöne Zigarrenbox. Kann ich euch übrigens auch nur empfehlen, für Banknoten, wenn ihr jetzt, wenn die nicht so einen hohen Wert haben, dort drin zu lagern. Die meisten Banknoten davon kommen aber eben ein dafür vorgesehenes Album. Ja, fangen wir mal an. Öffnen wir sie mal. Also, wie gesagt, ich habe noch nicht genau die Banknoten durchgeguckt. Ich weiß ungefähr, was drin ist, aber ich kenne die Zustände nicht. Also, ja, wollen wir einfach mal öffnen? Ja, nun gut, dann öffnen wir mal. Zuerst einmal gucken wir uns mal das hier an. Dieses schöne Deckblatt. Aber fangen wir jetzt mal an. Also hier sind wirklich einige an Banknoten. Ich mache das jetzt einfach schematisch. Wir fangen mal oben an. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Banknotenbündel von den 100 Riel-Scheinen aus Kambodscha. Hier mit dem König übrigens drauf. Auf der Rückseite sehen wir das Ausgabejahr 2014. Und ja, hinten eine Tempelanlage, hier in Butter. Und ja, es ist jetzt keine Spezialbanknote, aber ich habe mir trotzdem zwei Bündel bestellt, weil ich diese immer sehr gut verkaufen kann. Und auch immer mal so als Geschenk für Banknotensammler oder für Leute, die bei mir Banknoten kaufen, weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, verkaufe ich natürlich auch Banknoten. So, der Stift sollte jetzt eigentlich nicht so lang rollen. Aber naja. Gehen wir zur nächsten Banknote. Die nächste Banknote, die ich bekommen habe, ist ein. Ist ja jetzt eigentlich gar nichts Besonderes, ne? Also, es ist ein Realschein aus Brasilien. Ist jetzt nichts Seltenes. So ist aber sehr, sehr dekorativ, sage ich mal. Hat hier sogar einen kleinen Riss, aber naja. Ich muss aber so sagen, ich habe die Banknoten recht günstig alle miteinander geschossen. Deswegen, Leute, verzeiht es mir. Hier haben wir sogar eine kassenfrische Banknote aus Kambodscha von 1964. Echt tolle Banknote. Also sie sieht jetzt nicht so kassenfrisch aus, aber die ist halt wieder geknickt. Ist halt nur ein bisschen verfärbt. So. Ist echt eine tolle Banknote und auch recht selten zu finden in diesem guten Zustand. Guter Schnapper. Der nächste Schein ist von einer alliierte Militärbehörde. Und zwar eine 1-Mark-Banknote mit, ich guck mal, sogar mit Geheimzeichen sehe ich gerade, mit Geheimzeichen F. Leute, ihr wisst Bescheid. Also, wenn ihr euch mit Banknoten auskennt, hier, das kleine Ding da, was aussieht wie eine 3, ist das Geheimzeichen F. Und das heißt dann, dass dieser Schein sogar von den Amerikanern ausgegeben wurde und nicht in Deutschland. Leute, echt wild. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr diese Banknoten seht und hier so ein B gedruckt ist, sind die noch mehr wert. Und wenn jetzt hier ein Strich wäre und das Geheimzeichen, also Geheimzeichen F und der Strich hier davor wäre, ist sogar eine Ersatzbanknote und die sind äußerst selten. Ja, die nächste Banknote ist nichts Besonderes. Es ist ein 10-Dinar-Schein aus Jugoslawien. Übrigens, Jugoslawien habe ich sehr viele Banknoten. Als ich zum Beispiel mal in Serbien war, ganz lustiger Fakt, die Scheine sehen identisch aus. Und beide sind noch gültig, obwohl der Schein eigentlich offiziell nicht mehr gültig ist, werden sie trotzdem noch zum Zahlen genommen, weil sie sehen 1 zu 1 aus und ja. Mit denen wird noch bezahlt, der ist übrigens nicht mehr dabei gewesen. Ich habe jetzt hier nur gerade ein großes Bündel serbische Scheine noch vom letzten Serbien-Urlaub. Falls ihr fragt, das sind umgerechnet ungefähr, ich glaube 5 Euro oder so. Also das sind umgerechnet hier
vielleicht 7 Cent oder 8 Cent, Leute. Das ist nicht viel. So, der nächste Schein ist ein Geldschein aus Madagaskar. Ein ganz normaler 100 Ariary-Schein hier noch mit der Franc-Umrechnung unten drunter. Da ist jetzt nichts Besonderes an Geldschein. Es ist halt Massenware. Der nächste Schein, jetzt kommen wir zu den ersten Konvolut, zu dem großen Konvolut, ist aus Rumänien und zwar eine Polymerbanknote, eine der am häufigsten in Sammlungen stehenden Banknoten von 2005. Ja, es ist jetzt auch nichts Seltenes. Man sieht sie halt recht häufig. Ja. Hier an der Rückseite mit der Kirche. So ein bisschen an diesen Zuckerbäckers-Deal erinnert. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist eine schöne Banknote. Und auch toll für euch zum Zeigen. Wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, was für Banknoten drin ist und was für Zustände die haben. Die nächste Banknote ist ein bisschen stark runtergewirtschaftet. Und zwar ist diese aus China. Hier mit dem alten Diktator und Revolutionsführer Mao Zedong. Hier sehen wir nochmal, wann er gelebt hat. Ja, die Banknote ist natürlich noch kursgültig. Sind umgerechnet, glaube 70 Cent oder so. Aber ist dabei. Und ich denke mal, irgendeinen Sammler werde ich die schon irgendwann mal geben, wenn er bei mir zum Beispiel Banknoten kauft oder mal jemanden schenken. Das ist immer recht lustig, Leuten zum Beispiel mal eine Banknote zu schenken. So als Glücksbringer. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn euch zum Beispiel jemand was schenkt oder jemand zu euch freundlich ist. Schenkt denen einfach mal eine Banknote, die freuen sich darüber auch. Oder eine Münze, so als Glücksbringer. Das kommt dem meistens viel, viel lieber vor als jetzt irgendwelche teuren Uhren. Natürlich ist das auch schön, eine teure Uhr zu haben, aber ihr wisst Bescheid, Leute. Ja, der nächste Schein ist aus Saudi-Arabien. Und zwar ist das ein bisschen stark mit Graffitis verunstaltete Banknote. Und zwar ist das ein 1-Real-Schein, ich glaube aus der 2007 bis 2013er Serie. Ja, das Graffiti stört mich jetzt nicht. Wie gesagt, die Banknoten sind immer gut zu verschenken. Hier sogar 2009. Und zum Verkauf. Ja, wenn man da mal zum Beispiel die verkauft in Konvolut, kriegt man die auch weg. Ja, der nächste Posten. Wow, wow, Leute. Wirklich, das ist jetzt ein richtig cooler Posten. Also wirklich ein Posten, wo ich sage, danke nochmal an den Verkäufer, dass solche tollen Banknoten überhaupt gibt. Und zwar einen ganz, ganz großen Stapel Scheine aus Argentinien. Das Land hat eine recht hohe Inflationsrate. In Deutschland werden sie auf Banken nicht angeboten zum Tausch. Sie sind also nicht konvertibel in Deutschland, was sie natürlich auch so selten macht. Und nicht jeder reist hin und bringt Geld zurück. Und ich habe jetzt hier welche bekommen und das alles zum wirklich günstigen Preis. Da bin ich wirklich dankbar, dass ich die bekommen habe. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel den 2-Pesos-Schein. Ja, hier an der Seite kann man das auch nochmal machen. Wie gesagt, ich habe die Banknoten noch nicht genau durchgeguckt. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Ich habe einfach gesagt, ja, mach, pack ein und gesagt, ich kaufe die. Sie sind natürlich stark gebraucht, aber trotzdem eine schöne Banknote von der älteren Serie. Ja, der nächste Schein ist ein 50-Pesos-Schein. Auch recht selten zu finden. Aber auch eine schöne Banknote. Auch hier natürlich ein Riss. Ja, gut. Aber ist für den Preis, was ich bezahlt habe, kann man da wirklich nicht meckern. Und es ist ja schließlich auch Geld, was gültig ist. Das darf man nie vergessen. Hier sind jetzt 10-Pesos-Scheine. Die etwas älteren Semester. Ja, ist jetzt kein, nicht sogar geklebt. Aber es ist halt immer gut, solche Banknoten zu haben. Da kann man auch die dann irgendwann als Konvolute anbieten und Leuten verkaufen. Das macht sich immer sehr, sehr gut. Und für euch Leute zum Zeigen, ihr wisst, ich zeige euch gerne Banknoten und erkläre euch dazu was. Ja, kommt jetzt hier noch ein Fünfer. Ein paar Fünfer. Hier sind noch ein paar Fünfer. Hier ist noch ein Fünfer. Jetzt kommt hier noch ein Zehner. Ein bisschen besser erhaltener Zehner. Gut, ja gut, der hat einen Graffiti, sehe ich gerade hier. Ansonsten hätte man den auch für 1 € verkaufen können. Einzeln, aber ja, jetzt kommt Loot. Wenn man ja jetzt kommt Loot reingibt, da freut sich dann auch ein Kunde. Hier ist zum Beispiel ein bisschen besser erhaltener 10 Pesos Schein. Ah, hier ist auch ein kleiner Fehler. Aber naja, ist egal. Wenn man so ein Konvolut anbietet, da freuen sich auch immer Kunden drüber. Und schlagen dann auch in der Regel lieber dazu.
Und haben dann auch was zum Tauschen. Ja. Oh, hier ist ein bisschen neuer. Hier ist sogar ein Zehner von der neuen Serie. Von der aktuellen Serie. Der ist sogar im sehr guten Zustand. Echt tolle Banknote. Ja. Das ist schön. Jetzt haben wir hier noch einen 50er. Auch in einem guten Zustand. Also wirklich sammelwürdiger Zustand. Ja, da werde ich vielleicht sogar ein Instagram-Foto machen damit. Und jetzt kommen wir zu den schönsten Scheinen eigentlich, den 100er. Leute, jetzt kein Witz. Ich habe diese Banknote früher so lange gesucht. Ich habe damals sie nicht gekauft für 10 Euro, weil es mir zu viel war. Jetzt habe ich sie. Es müsste sogar die Frau Perron sein, ne? Ist sie tatsächlich? Ist tatsächlich, Leute, das ist krass. Das ist tatsächlich die Frau von Perron. Und zwar, Perron, das war der ehemalige Diktator in Argentinien in den 50er Jahren. 40er, 50er Jahren. Und in seine Frau Perron, also die hier drauf ist, Evita Perron, ist sehr, sehr bekannt gewesen dafür, für ihre Politik, für sie war halt die First Lady. Und so ähnlich zu vergleichen wie Lady Di oder so in dem Land. Echt cool. Das wüsste ich gar nicht. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. So, echt, die sieht aus wie Perrons Frau. Und dann gucke ich hier hin, da steht das halt tatsächlich, dass das Maria Eva Perron ist. Cool, also ja. Für meine Sammlung der Diktaturen ist das eigentlich gut. Es ist zwar nur die Frau, aber. Jeder, der sich mit Geschichte auskennt, weiß, dass Eva Perón im Land geliebt wurde. Und auch nach ihrem Tod, sie ist ja an Krebs gestorben, ist halt auch das Regime von Juan Perón zu Boden gegangen, weil er halt nicht mehr den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung hatte. Echt cool, dass diese Banken nun hier dabei sind. Wow. Da bin ich echt sprachlos. Hier haben wir jetzt sogar ein paar ältere Hunderter. Gibt es welche, die richtig selten sind, da weiß ich auch nicht gerade, welche Edition das war. Auf jeden Fall auch schöne Scheine, schön schlicht gehalten. Ja, das ist ja 1999, glaube ich. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Und dann haben wir jetzt hier noch ein paar Hunderter mit Eva Perón. Echt cool, dass die da auf den Geldschein drauf ist. Jetzt haben sie ja nur noch Tiere drauf. Kann man davon halten, was man möchte. Aber ich finde es trotzdem schöne Scheine. Also auch die Rückseite wirklich schön gestaltet. Leute, wie findet ihr diese Geldscheine? Also ich finde diesen Geldschein wirklich sehr, sehr schön. Ja, die nächsten Scheine sind aus dem afrikanischen Land Nigeria. Und zwar sind das 1000 Naira-Scheine. Hier wird sogar mit einem kleinen Hologramm. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Also wirklich, da bin ich sprachlos. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, mal gucken, wer das ist. Aber sieht man mal, dass man sich auch mal damit der Materie genauer beschäftigen sollte, bevor man Banken kauft. No front an mich selbst. Aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Das ist eine Überraschung. Ja, der nächste Schein aus diesem Konvolut ist aus der zentralafrikanischen Staaten, beziehungsweise der zentralafrikanischen Währungsunion. A müsste meines Erachtens nach Gabun sein. Bitte korrigiert mich. Ich habe mich jetzt nicht vorher belesen, welcher Buchstabe jetzt welches Land ist. Auf jeden Fall, das ist ein Zehntausender aus Gabun. Auch ein schöner Schein. Findet man leider auch sehr selten. Aber da freue ich mich auch, den zu haben. Und da gibt es auf jeden Fall ein Instagram-Bild von. Ach hier, das habe ich euch gar nicht gezeigt, die Rückseite von den Naira-Scheinen. Sorry, Leute. Auch schön gemacht hier mit diesem Hologramm. Also wirklich tolle Scheine. Und jetzt kommen wir zu einem Schein, die ich woanders gekauft habe. Und zwar aus Großbritannien. Ja, es ist die neuen Scheine. Ich habe sie nur noch nicht. Und ihr wisst ja, Leute, ich liebe Banknoten mit der Queen. Und da dürfen die nicht fehlen hier hinten mit Winston Churchill. Ja, jetzt nichts Atemberaubendes. Aber ich will sie euch zeigen. Hier ist dann auch noch ein 10-Pfund-Schein. Auch mit schönem Hologramm. Und der letzte Schein ist von diesen ganzen Scheinen, finde ich, mein Highlight und mein Lieblingsschein von den ganzen. Und zwar ein 50-Dollar-Schein aus Kanada von 1986. Mit der Eule hinten drauf.
sehr schöner Schein. Also schon alleine wegen der Eule finde ich den wunderschön. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr mir auf Instagram folgen und mir Fragen stellen. Es würde mich sehr freuen, wieder von euch zu hören. Und ja, ich wollte euch mal fragen, hättet ihr vielleicht mal Lust auf ein Gewinnspiel oder so? Gerne könnt ihr mir dazu was in die Kommentare schreiben. Ihr könnt dort eine Banknote gewinnen oder eine Münze eurer Wahl. Und was haltet ihr davon, wenn wir das mal machen würden? Auf jeden Fall, es würde mich freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Gerne könnt ihr mir ein Like da lassen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Tschüss.